So, ja, und damit herzlich willkommen an diesem wunderschönen. Wir gehen noch mal kurz raus und dann machen wir das noch mal neu, denn ich will was zeigen. Gut, 3, 2, 1. Ach so, ich wollte ja noch was machen. Sollte ja eigentlich auch wieder zu sehen sein. Ist sie gerade aber noch nicht. Warum? Weil ich sie vorhin in Discord noch aktiv hatte, ne? Da. Haha. Da ist sie aktiv. Moin, 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 Erik und Chat. Guten Abend, moin. Also eine Minute zu spät, es geht. So, dann fangen wir jetzt aber nochmal neu an. Und ja, 3, 2, 1. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem brandneuen Stream hier auf dem Kanal. Herzlich willkommen zu einer weiteren, ja, kleinen Runde Tix 3.1. In der letzten Zeit hat sich ein bisschen was getan. Ich war jetzt aber auch 3 Tage nicht zu Hause und konnte nicht dran arbeiten. Jana hat aber ein bisschen was gemacht. Und genau das werden wir uns gleich angucken. Es gab ein kleines Modpack-Update fürs Team. Im Hintergrund, ihr seht schon, es sind noch ein paar Bilder drin, die noch ausgetauscht werden müssen. Weil sie noch nicht wirklich fertige Regionen darstellen. Hier zum Beispiel, das schwebt noch was oben rum. Das muss alles nochmal getauscht werden. Hier ist noch ein Bild von meiner Geburtstagsfeier, wie wir im Mai meinen 23. Geburtstag gefeiert haben. Hier sieht man die neue Baureihe 140, die sich in Entwicklung befindet. Und hier zum Beispiel ein Nachtbild von der Straßenbahn in Köln. Wir starten aber und gehen auf den Server drauf. Tix Fortschritt 65%. Cookies sind toll. Ja. Wir schweben hier gerade im Werk in Rheinhausen rum. Ich hoffe, du hattest einen guten Start ins neue Jahr. Den hatte ich tatsächlich. Und wir werden uns jetzt hier einmal das Fahrzeug einmal ganz genau angucken. Die neue Version dieser 141 von Jana. Von vorne fällt zum Beispiel auf, dass hier ein bisschen Farbunterschiede mit eingearbeitet wurde, dass sie ein bisschen verschmutzt ist. An der Seite tatsächlich eher weniger. Aber die Drehgestelle sind sehr schön umgesetzt. Genau, und das ist unsere 141. Keine 140 und keine E40, sondern eine 41er. Ist vor allem daran zu erkennen, dass sie 5 Lüftergitter hat, kein Fenster und generell ein klein wenig kleiner. Jetzt nehmen wir uns natürlich noch ein bisschen Bio oder Diesel ins Inventar auf und gehen hier mal rein. So, und dann sehen wir erstmal die Lok von innen. Hier steht ein kleiner Koffer rum, das finde ich ganz süß. Grüß dich, gesundes Neues. Genau. Ich wünsche euch allen auch erstmal frohes Neues. Das müsste ja der erste Stream im neuen Jahr sein. Juji, das kann ich nicht entscheiden. Das ist deine Geschichte. Genau. Und hier drin im Maschinenraum ist bisher nichts. Was jetzt aber auch nicht so schlimm ist. Interessant. Hier sieht man so ein bisschen die Lüftergitter dran, aber auf der anderen Seite nicht. Aber das wird alles von innen irgendwann auch noch gemacht werden. Oh, Entschuldigung. Der zweite Führerstand sieht aber genauso schick aus. Wir packen mal ein bisschen Diesel rein und gehen dann auf die andere Seite. Und starten einmal die Maschine. Jetzt hört man so ein
leichtes Hintergrundrauschen schon. Mach mal ein bisschen den Ton lauter, so auf 65. Dann hört man schon so ein gewisses Rauschen im Hintergrund. Das ist der Idle Sound. So, wir gucken uns die ganze Lok jetzt nochmal an. Hier auch mit dem Zughaken ein bisschen verrostet und so. Das Spitzenlicht funktioniert hier tatsächlich sogar schon. Wenn ich jetzt hier reingehe. Der Luftpresser, der ab und zu einfach mal anläuft. So, ich kann hier schon Spitzenlicht hin und her schalten, wie ihr sehen könnt. So, und wir wollen ja jetzt gleich hier in die Richtung rangieren. Also machen wir das hier. Dann seht ihr, bewegt sich hier sogar der Richtungswender. Das passt noch nicht ganz. Das wird irgendwann noch angepasst. Man kann den jetzt sogar hier so bewegen. So. Gut. So. Aber wir werden jetzt mal in Richtung Zug rangieren, weil wir wollen ja jetzt gleich einen. Man hört im Hintergrund auch schön das Schaltwerksklackern. Und die Fahrmotorlüfter. Wir wollen ja gleich einen IRE nach Basel SBB fahren. Da kommt der Luftpresser wieder. Die Empfindlichkeit für diese Hebel muss mal ein bisschen angepasst werden. Jetzt habe ich vermutlich ein kleines Problem, was mich ein bisschen ärgert, weil mir das im Voraus nicht eingefallen ist. Ich habe die Wagen nämlich hier auf dem Gleis abgestellt, glaube aber, auf das Gleis komme ich gar nicht drauf, wenn mich nicht alles täuscht. So, dann gehen wir einmal hier rüber, legen hier den Richtungswender jetzt nach vorne. Lösen die Bremse. Ah doch. Auf das Gleis kommt man sogar. So. Jetzt fahren wir hier ganz langsam dran. Wie wurde das mit dem Luftpresser gemacht? Das ist Janas Geheimnis. Ich kenne mich damit tatsächlich auch nicht wirklich aus. So. Nice. Der ist angekuppelt. Wir müssen den Zug aber noch komplett kuppeln. So. Und dann gucken wir uns den ganzen Zug jetzt nochmal an. Damit werden wir jetzt gleich einmal IRE nach Basel Badischer Bahnhof fahren. Wir haben als erstes hinten dran einen A-Form Z108, dann einen Abteilwagen, nochmal Abteil, zweite Klasse Abteil, nochmal zweite Klasse Abteil und hinten dran hängt noch ein Abteilwagen, weil Großraumwagen haben wir hier gerade tatsächlich noch gar nicht großartig. Ich glaube generell gibt es noch, auch Intercities haben glaube ich bisher noch keine Großraumwagen. So. Gucken wir mal. Wir rollen mal noch ein Stückchen vor, halten hier nochmal an dem Hilfsbahnsteig an. Nice.
Also ich finde die Lok jetzt echt cool, die 141er. Ihr könnt ja gerne mal in den Chat reinschreiben, was ihr gerade davon haltet. Von dieser neuen Maschine. So, der Game Master Liam ist da. Der Leopold Marcel ist dazu gekommen. So. So. Einsteigen, hier rübersetzen. Und dann werden wir jetzt mal. Jetzt ist die Frage. Ihr könnt jetzt mal entscheiden. Wollen wir in Rheinhausen im Hauptbahnhof umsetzen? Oder wollen wir einmal kurz über die Umgehung fahren? Umgehungsstrecke fände ich jetzt eigentlich auch ganz witzig. Sieht schick aus. Oh, so geil. Entschuldigung, dass ich gerade ein bisschen müde bin. Aber ich habe heute mal einen freien Tag. Und ja. Also ich finde die. Ich liebe die. Ich liebe diese Lok. So. Jetzt gucken wir nochmal, was ihr schreibt. Ob ihr sagt, wir gehen über die Umgehungsbahn. Ich werde einmal kurz den Chat aktualisieren. Ich habe das Gefühl, ich komme nämlich nicht ganz mit. Doch, anscheinend schon. So. So, bisher funktionieren die Signale hier ja noch nicht. Dann gehen wir jetzt einmal. Dann muss ich hier nochmal rüber, weil ich will auf die Umgehungsbahn. Wir fahren jetzt Umgehungsbahn. So, dann kriegen wir jetzt nämlich auch mal die Pfeife zu hören. So. Ciao, ciao. Das hier ist jetzt einer der aufgelassenen Bahnsteige, die jetzt aber wieder reaktiviert werden. Das hier ist Rheinhausen-Langwasser. So. So, wir geben mal ein bisschen Leistung. Müssen wir hier auf jeden Fall auf der Strecke machen. So. Der Stream laggt. Oh, Tatsache. Moment, warte mal. Ich sehe das gerade unten.
Meine Internetverbindung scheint gerade nicht die stabilste zu sein. Da muss ich mal gucken, ob ich das in den Griff bekomme. Leckt es stark? Warte, ich versuche mir das mal anzugucken selber. So, Ton mache ich aus und dann fahre ich einmal kurz ein Stück. Dann sehe ich jetzt ja, wie das... Oh. Ja. So sollte es nicht sein. Es fängt auf jeden Fall an zu laggen, wenn ich fahre. Das heißt, er hat Probleme mit dem Encoder. Stream. Okay. Gut. Bin ich wieder da? Ja, bin ich. Okay. Dann hoffen wir mal, dass das jetzt besser ist. Ich habe jetzt mal die Bitrate ein bisschen hochgestellt. Ich glaube aber gerade, mein PC ist einfach überlastet. Ja. Das ist mein PC. Gut. Dann muss ich eben einmal kurz den PC neu starten. Das heißt, wir strömen, denke ich mal, ab 18.30 Uhr einfach nochmal neu. Genau. Würde ich zumindest behaupten. Dann sage ich einmal bis gleich und oder beziehungsweise bis später und haltet auf dem Kanal Ausschau. Es wird gleich einen neuen Stream geben. Bis dahin.